einer hart am Gas hier. Ja. Drehzahltest. Ja, Devils Toy hier gut rausgekommen aus dem Start, aber den hohen Shot macht ein anderer. Das ist Klaus Steinke. Steinke macht hier den hohen Shot zum zweiten Auto, dahinter Devils Toy, dann haben wir die 520 Siegbert Thiel, du das Urgestein hier in der Klasse. Der ist auch da kräftig am Rudern hier und gut mit dabei, auf alle Fälle Mika Delicke auch gut dabei. Aber die Spitze kommt jetzt erstmal hier zu uns durch. Burgkurve. Und geht jetzt hier gleich auf die Gerade rauf. So, er ist erstmal ausgestiegen aus der Bude. Ja, wenn Jörg jetzt hier das Fahrzeug ganz optimal hingestellt hätte, immer ein bisschen hin und her schieben, wäre der Gesamtsicht gefahren. Dann wäre genau auf der Schleife gewesen. Ja, das stimmt. Ja, 563. So, ja, gelb natürlich auf der Geraden jetzt. Das wird Dominik Meinecke nicht so schlimm finden, das auf andere, aber er hat nie einen Vorsprung. Das ist ja, aber Klaus Steinecke ist da auch gut dabei hier von Devils Toy. Ja, hier eine Anfahrt zur Saufsche Kurve mit seinem blauen Golf. Das Auto läuft auch richtig schön. Er fährt auch mit guten Linien, nimmt viel Schwung mit hier, um jetzt auf die Gerade aufzukommen. Momentan vorne weg hier der Dominik. Meinecke, ja. Und Klaus Steinke, der kommt da aber jetzt hier nochmal ran, aber wird jetzt abgebrochen werden. Ja, der Thorsten winkt das Fahrerfeld. Ja, und da ist der Laufsieg. Dominik Meinecke mit der 563 vor der 573. Klaus Steinke, den dritten Platz fährt jetzt ein. Der Siegbert Thiel. Ich muss jetzt gleich mal eben schnell hier nach nebenan unsere Zeitnahme. Wir haben da einen Notfall, glaube ich, gleich. Gundula läuft auf Reserve, fehlt der Kaffee. Ja, ja, da blinkt auf jeden Fall schon die Lampe. Die blinkt aber auch schon seit einer Stunde. Aber jetzt in beiden Augen rot. Ja.